Bogenlänge, eine Kurve. Wir wollen vielleicht die Länge eines Bogens in einem gewissen Intervall berechnen. Sozusagen die Herleitung, wenn man das macht, ist, dass wir teilen der Bogen auf in kleinen Abschnitten, wo wir das hier als Delta S bezeichnen. Delta S besteht dann aus Delta X Delta Y, also einfach als eine Gerade oder eine Sehne zwischen diesen beiden Punkten. Und wenn man diese Sehne hier dann mit Grenzwertberechnungen sehr klein macht, also ds, dann können wir sozusagen durch Integration jeder Teil ds sozusagen addieren und die Länge des Bogens bekommen. Okay, Delta S, also hier haben wir eigentlich nur ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, dass Delta S hoch 2 ist ja gleich Delta X hoch 2 plus Delta Y hoch 2, Pythagoras. Wenn wir hier Delta X hoch 2 herausheben, dann haben wir Delta X hoch 2 mal Klammer 1 plus Delta Y hoch 2 durch Delta X hoch 2 in Klammer. Wenn wir das einmultiplizieren, dann bekommen wir Delta X hoch 2. Wenn wir das hier einmultiplizieren, kürzen wir Delta X hoch 2 und haben nur Delta Y. Also um zu schauen, dass es stimmt. Delta Y durch Delta X, das kennen wir. Das ist ja sozusagen die Ableitung. Wir haben also das hier als Delta X hoch 2 mal 1 plus die Ableitung hoch 2, Delta Y durch Delta X hoch 2. Wenn wir jetzt Wurzel ziehen auf beiden Seiten, dann bekommen wir das Delta S. S ziehen ist gleich die Wurzel von dem, Wurzel aus 1 plus Y' hoch 2 mal Wurzel aus das ist nur mal Delta X. Und wenn wir dann das als Grenzwert machen, also jetzt das hier dx, dann haben wir sozusagen die Formel, das s ist gleich ein Integral zwischen zwei Grenzen, zwischen a und b, von Wurzel 1 plus y' hoch 2 dx. Das ist dann die Formel für die Bogenlänge. Wenn wir gleich auch ein Beispiel hier machen, wir haben zum Beispiel y gleich 4 mal Wurzel x hoch 3 zwischen den Grenzen 0 und 2. Wir können y schreiben als 4 mal x hoch 3 halbe. Und die Ableitung ist ja dann 3 halbe. 3 mal 4 durch 2, 3 halbe mal 4 mal x hoch 3 halbe minus 1. 3 halbe minus 1. Das ist ja gleich 4 durch 2 ist 2, 3 mal 2 ist dann 6, 6 mal x hoch 3 halbe minus 1, das minus 2 halbe ist 1 halbe. Oder einfach, das y' ist gleich 6 mal Wurzel x, wenn wir das wollen. Okay, das setzen wir in die Formel ein. Integrieren zwischen 0 und 2 von Wurzel, also das ist unser S, von Wurzel 1 plus die Ableitung hoch 2, also plus das da hoch 2, 6 mal Wurzel x hoch 2 dx ist gleich Integral zwischen 0 und 2 von Wurzel 1 plus 6 hoch 2 ist 36, Wurzel x hoch 2, also x ist ja hoch halbe, hoch 2, ist ja nur hoch
ich suche 1, also mal x dx. Und bevor wir das integrieren, können wir das mit Hochzahl schreiben, Integral 0 bis 2 von 1 plus 36 x hoch 1/2 dx. Und dann beim Integration, das hier, man kann natürlich hier auch eine Variable-Substitution machen und so weiter mit u und dann du, ist vielleicht einfacher, wenn man ein bisschen geübt ist, kann man es schneller machen. Das hier, bei Integration wird es ja plus 1, also wir bekommen dann 3/2, also wir haben also 1 plus 36 x hoch 3/2, müssen wir dividieren mit 3/2, bedeutet, dass wir mit dem Kehrwert multiplizieren. Also 3/2 wird dann 2/3 sozusagen. Entschuldigung, 2/3. Wir dividieren mit 3/2, multiplizieren mit 2 unten und oben, 2/3. Und auch mit der inneren Ableitung wäre 36. Aber man kann, wie gesagt, die variable Substitution machen. U ist gleich 1 plus 36x. Und dann statt die x die u tun und so weiter und so fort. Das hier ist dann 2 und 36 können wir kürzen. Das wird dann 18. 18 mal 3 ist 54. Wir bekommen also, wir haben die Grenze vergessen, 0 bis 2. Wir bekommen also 1 plus 36x hoch 3/2 durch 54 zwischen 0 und 2. Dann müssen wir dann die Grenzen einsetzen. Wenn wir 2 einsetzen, dann haben wir 1 plus 36 mal 2 hoch 3/2 durch 54 minus, wir setzen 0, 1. Verschwindet das, dann haben wir 1, 1 hoch 3/2, also 1 hoch alles ist 1, dividiert mit 54, also minus 1 durch 54. Und hier kann man entweder mühsam rechnen oder man verwendet einen Taschenrechner oder irgendetwas, dann bekommt man zuletzt ungefähr 11,531 Längeneinheiten. Aber das Wichtige ist sozusagen, dass man die Formel mehr oder weniger kennt, die Integrationsgrenzen und alles, was wir brauchen diese Ableitung, damit wir hier etwas, eine Ableitung von x haben, das tun wir hoch 2, wir haben die Wurzel und so weiter und dann einfach eine Berechnung machen, also einfach integrieren und sowas. Nicht immer einfach vielleicht, aber das Verfahren an sich, das Einsetzen ist ja an sich einfach, solange man die Formel richtig macht.